einfach The Weekly Chongqing. Herzlich willkommen zu Werder TV Insight. Kurze Woche und trotzdem ganz schön was los auf den offiziellen Werder-Kanälen und dementsprechend ist auch bei Werder TV Insight Full House. Die Serie, die jeder gesehen haben muss. Und damit an alle Inside-Binge-Watcher da draußen, herzlich willkommen zur neuesten Folge Werder TV Inside vor dem Freitagabendspiel gegen... Die Steinböcke? Also ich dachte ja eigentlich Geißböcke. Aber sind alle Geißböcke auch Steinböcke oder alle Steinböcke auch Was ist der Unterschied? Warte, ich weiß ich gleich. Der Steinbock steht halt da meistens in den Gebirgen, wo es halt relativ schwierig ist oder für Menschen nicht möglich ist zu stehen, glaube ich, weil da halt viele Steine sind. Deshalb gehe ich davon aus, dass man einen Steinbock deshalb Steinbock nennt, weil da viel Stein ist. Also wenn ihr mich fragt, sollten das die Zoologen unter euch entscheiden? Wenn ihr Ahnung habt, schreibt das doch mal in die Kommentare und wir suchen uns bis dahin ein anderes Synonym für die Geiststein, den ersten FC Köln. Einfach, gute Frage, ey. Kölsch? Kölsch FC? Keine Ahnung. Die Gistol 11? das sind eigentlich die Begriffe, die ich jetzt gerade im Kopf habe. Also ich bleibe einfach bei FC. Und wenn die Benamung jetzt geklärt ist, können wir mal zur Spielvorbereitung kommen. Und da gebe ich ab an unseren Köln-Experten Leonardo Bittencourt, der die Frage beantwortet. Was haben denn Werder und der FC gemeinsam? Oder eben auch nicht? Ja, die Tradition ist natürlich in beiden Vereinen enorm. Was die Vereine unterscheidet, ist, dass Köln ja halt eine größere Stadt ist. Und von da ist die Einwirkung von außen noch ein Tick weit mehr als hier in Bremen. Hier ist es fühlt sich das alles so familiär an, man kennt sich irgendwie, auch die Menschen, die auf der Tribüne sind, man läuft sich über den Weg. Und in Köln ist es halt eine enorme Masse, die die Stadt halt verrückt nach diesem Verein macht. Also Familie gegen Masse, das klingt jetzt nicht unbedingt nach Fußball. Vielleicht sollten wir einfach mal sportlich werden. Und womit geht das am besten? Natürlich mit PK. Herzlich willkommen zu PK, der Spieltagscheck. Moin, was ich definitiv sagen kann, ist, dass Patrick Erras wieder dabei sein wird. Dass Felix Agu, wie ihr unserer Pressemitteilung entnommen habt, nicht dabei sein wird. Und bei allen anderen wird sich das jetzt heute, respektive vielleicht sogar erst morgen früh entscheiden. Also spielen gegen eine Mannschaft des 1. FC Köln, die mit Sicherheit individuell ähnlich stark, wenn nicht sogar teilweise besser, auf einigen Positionen besetzt ist als wir, die ein sehr schweres Auftaktprogramm hatten. So diese allgemeine Stimmung, die ich wahrnehme, jetzt muss man Köln schlagen und sozusagen Pflichtsieg. Die kann ich nicht teilen. Wir müssen ans absolute Limit gehen. Mir wäre wichtig, wenn wir die Begeisterung und Leidenschaft der letzten Wochen, wenn wir die wieder auf den Platz bringen können. Aber vor allen Dingen wollen wir auch zeigen, dass wir einfach extrem schwer zu schlagen sind. Ich glaube, das hat man die letzten Wochen und Monate ja fast schon gesehen dann. Und dementsprechend wird es ein spannendes Spiel aus meiner Sicht, wo ich schon erwarte, dass wir etwas mehr den Ball haben werden als in den letzten Wochen. Und dafür müssen wir Lösungen finden. Das war PK, der Spieltagscheck. So, jetzt sollte eigentlich wirklich alles für das Spiel gegen Köln geklärt sein. Wobei, fällt noch irgendjemandem was ein? Karneval, das Leobetenkurt erzählt sehr, sehr viel über Karneval. Muss man gemacht haben. Ich trinke eigentlich nie Bier, aber an Karneval schmeckt es irgendwie. Weil irgendwie schmeckt mir Bier nicht, aber an Karneval ist es
durch die ganze Atmosphäre, durch die ganze Drumherum. Und wenn man auch ziemlich früh anfängt mit dem Trinken, geht das dann doch irgendwie runter. Also ganz ehrlich, das führt definitiv zu weit. Aber mir fällt noch was Sportliches ein. Heimspiel, Köln, da war doch was. Damals war das für uns die Chance, zu kämpfen, noch um eine Chance. Ja, das war das letzte Spiel und wir wussten halt, es geht um alles. Ich glaube, das war ja, das wichtigste Spiel in den letzten Jahren für diesen Verein. Große Anspannung, großer Druck und ein Stück weit auch hoffen, was passiert auf dem Nebenplatz. Eggestein, Opportunity, Osako puts it into the top corner. The flag has stayed down and Werder Bremen have the lead they need. Also ich wusste, oder wir wussten, wir werden unser Spiel gewinnen. Bei dem Spiel gegen Köln damals, da eigentlich war mir sicher, dass wir gewinnen. Wirklich, da war mir sicher, dass wir dieses Spiel schaffen und haben nur gehofft, dass wir kriegen noch eine Chance, alles okay zu machen. Ich war mir einfach so sicher, aus dem Grund, weil ich halt auch zum Beispiel vor dem Spiel aufgestanden bin und gewusst habe, wenn wir diese Chance oder wenn wir diese Mini-Chance, dass wir das halt noch schaffen in die Relegation, packen wollen, dann müssen wir das Spiel gewinnen. Und das war für mich von Anfang an klar, wir werden rausgehen und wir werden das Spiel gewinnen. Ich wusste natürlich nicht, wie hoch oder wie es dann am Ende ausgeht, aber ich war mir sicher, dass wir dieses Spiel gewinnen. Ich hatte dieses Gefühl. Aber wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, das alleine hätte halt nicht gereicht. Ja, die Erleichterung war groß. Ich glaube, in der 60. oder so hatten wir, glaube ich, die Info bekommen, dass Union 2-0 führt. Irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau. War schon eine große Erleichterung. Das hat man auch auf dem Platz gemerkt. Ich wurde dann irgendwann eingewechselt und habe gemerkt, hat das den Jungs weitergetragen. Ich sage, pass auf, die verlieren da gerade. Wir müssen das Ding jetzt nur zu Ende bringen. Und da hat man schon auf dem Platz schon gemerkt, wie die Jungs auch Erleichterung hatten. Es war schon im ersten Moment eine Freude und Erleichterung, dass wir das halt noch geschafft haben, aber im anderen Moment war es dann direkt, eigentlich haben wir es nicht geschafft. Wir haben es dann in die Relegation geschafft, aber das heißt ja nicht, dass wir in der Liga bleiben. Und da war für mich klar, wir haben sofort diesen Fokus auf die nächsten zwei Spiele gegen Heidenheim. Wir müssen da performen, weil es noch schlimmer ist, wenn du dann halt vielleicht das in die Relegation schaffst und dann das selber wieder in der Hand hast und dann die Chance liegen lässt. Deshalb haben wir versucht, einfach von sofort nach ab da die Konzentration auf das Spiel zu legen und die Spiele ja, dann so zu entscheiden, dass wir am Ende des Tages in der Liga bleiben. Ja, was wäre eine Inside-Sendung an einem Donnerstag ohne einen echten Throwback Thursday? Ziemlich kurz. Genau. Und wer würde das wollen? Schließlich sollen die Themen zum Spiel gegen Köln ja ausführlich behandelt werden. Bis ins kleinste Detail, möchte ich sagen. Bis hin zum Ergebnis. Ja, nach drei Unentschieden sind wir natürlich gewillt, jetzt das Spiel zu gewinnen und drei Punkte einzufahren. Gar keine Frage. Vor allem mit der Länderspielpause, die dann ansteht. Jetzt fürs Wochenende. Das wird ein 2-0 für uns. Hast du dich da von jemandem inspirieren lassen? Warum? I believe we will win, of course. And it will be 2-0. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, dann sage ich sogar 2-0. Alles klar. Sehr gut, 2-0 nehme ich sofort. Und jetzt, wo wirklich alles geklärt ist zum Spiel gegen Köln, würde ich sagen... Danke. Jo, bis dahin. Ciao, ciao. Halt, stopp. Einer von unserem großen Full House fehlt doch noch. Chongi hat was ganz Besonderes für euch diese Woche gechongtentet. And that's your weekly chongtent. Hi, Tahif here. Today I will be showing you my favorite trick for the weekly chongtent. So I think, during the game, this might not be the most fancy one you've seen or best one, but I think it's very effective to get your defender on the wrong foot. I think so, with the most important thing with this trick, I think is
to use your body and use the first foot, the left foot, the slow one, drag and then throw it. So it's a slow drag with your left foot, throw it over, right. So the drag is very important to get the defender off skill. So the drag, drag, pop, pop, pop. I think the step over now in this generation nowadays is very effective. I think you see a lot of the players using it nowadays. But it really gets your defender on the wrong foot by just, you know, the step, the little step with your left foot to get him, you know, on the wrong foot. I hope you guys enjoyed the weekly Chung Tent. I'm looking forward to seeing you guys send in your video, and maybe hopefully I can see you guys do my trick. And that's your weekly Chung Tent. Ihr habt's gehört, wenn für euch nicht nur Dragback und Ballrolle kein Problem sind, sondern ihr auch am echten Ball richtig was drauf habt und so geschmeidig seid wie unser Chongi, dann nehmt euer Handy, filmt euch, während ihr diesen Trick macht und schickt uns das Ganze an unsere WhatsApp-Nummer. Wir sind gespannt, wer das so gut kann wie das Original. Na, ich. Oder? Weiß ich nicht. Gib mir nur Zuspruch wenigstens, ey. Du, lieber Leo, kannst das ja einfach am Freitagabend zeigen. Da sind genug Kameras dabei und dann kann das jeder sehen. Und zwar bei den Kollegen von The Zone. Ein Link für ein kostenloses Probeabo gibt's unten in der Beschreibung, also klickt mal rein. Und ansonsten gibt's auf den offiziellen Werder-Kanälen alles, was das Werder-Herz zu bieten hat. Vorbericht, das Spiel in voller Länge direkt nach Abpfiff, Stimmen zum Spiel, die Pressekonferenz, den Live-Ticker. Also wie gesagt, ein Full House bei Werder.